Nimm mal was anderes. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich war ja neulich mal beim Ulf und der Merle eingeladen. Das war total schön bei denen. Ich mag die wirklich total gerne. Den Ulf und die Merle. Wirklich total gerne. Aber ich glaube, die mögen mich auch total gerne. Ja, das ist ja auch oft so bei Freunden, dass man sich da gegenseitig auch ganz gerne mag. Ich wüsste auch jetzt keinen Grund, warum die mich irgendwie nicht mögen sollten. Gut, vielleicht außer die Merle. Aber das ist doch schon so lange her mit ihrer besten Freundin. Nee, weil die Merle und ich, wir hatten uns auch mal eine Zeit lang total gerne. Ja, und dann hatte ich halt ihre beste Freundin halt noch gerne. Die Dorle. Ja, aber wirklich, ich hab die echt total gerne, die beiden. Den Ulf und die Merle, wirklich total gerne, echt. Das ist auch immer total schön bei denen, so, die nehmen einen immer so in den Arm. Da kommt direkt dann schon total viel rüber von denen. Das geht so voll rein bei einem. Bei mir geht es manchmal auch direkt dann schon wieder raus. Wenn es zu viel des Guten ist. Aber ich habe die wirklich total gerne, die beiden. Wirklich. Den Ulf und die Merle total gerne, echt. Was ich nicht so gut abkann, ist dieses Streicheln an der Rückseite vom Oberarm. So. Das machen die immer bei einem. So, dann sagen die noch so dabei, so, na, du. So. So ganz sanft am Trizeps, so rauf und runter. Ich absolut nicht ab. Na, du, das tut mir richtig weh, obwohl es so sanft ist. Das sind richtig Schmerzen. Da werde ich wirklich auf Dauer, werde ich da sauer. Aber das würde ich dir nie sagen, nie. Dazu habe ich die wirklich viel zu gerne. Nö, da gehe ich lieber bei denen ins Bad und mache irgendwas kaputt oder so. Das Rasierwasser vom Ulf so halb auskippe, ja, und mit WC-Ente wieder auffülle. Oder Merles Zahnbürste einmal so unterm Klodeckel herziehen. Würde ich denen aber nie sagen. Dazu habe ich die viel zu gerne. Und der Ulf war sowieso so sensibel, der hatte gerade so ein Selbsterfahrungswochenende hinter sich bei seinen Eltern. Die haben so eine Schweinemastfarm. Und ja, das Thema war Verzeihen. Also sein Therapeut hatte ihm gesagt, er sollte also zu seinem Vater gehen, ihm so in die Augen gucken und ihm halt verzeihen. Und das hat er dann auch versucht. Also der war gerade im Schweinestall, da hat er ihm so in die Augen geguckt und gesagt, Papa, ich verzeihe dir. Ja, aber es war so laut in dem Stall, dass der Vater gar nichts hören konnte, nur so mit den Achseln immer gezuckt irgendwie. Ne? Ja, da ist der Ulf natürlich ganz geknickt wieder nach Hause gefahren. Da habe ich so gesagt, ja, was hat denn dein Vater eigentlich gemacht, ne? Wofür du ihm jetzt verzeihen wolltest? Da sagt er, ja, er hätte zeitlebens das Gefühl gehabt, dass für seinen Vater die Schweine irgendwie wichtiger gewesen wären als er. Er wäre schon ganz früh angefangen, da wäre richtig eifersüchtig auf die Schweine gewesen. Und also als Rache hätte er dann beim Essen auch immer was mit Schwein bestellt,
So. Später wäre es dann total umgeschlagen bei ihm, so ins Gegenteil, da wäre er dann Vegetarier geworden, ne? Hat sich total geekelt vor den Schweinen und sagte auch, er hätte dann irgendwann dieses Wort Schwein auch aus seinem Wortschatz komplett gestrichen. Ne? Da würde er wirklich allergisch reagieren, auch heutzutage noch bei dem Wort Schwein, wirklich, das könnte er überhaupt nicht. Da fragte er so, ob ich auch so schlechte Kindheitserinnerungen hätte. Da habe ich gesagt, nö, da habe ich eigentlich Schwein gehabt. Also, ja, und da haben die mich dann beide so angeguckt, ne, und haben so gesagt zu mir, ja, das würde sie aber total freuen, dass ich da so eine schöne Kindheit gehabt hätte. Ne, und haben mich beide gleichzeitig jeweils mit einer Hand an beiden Rückseiten meiner beiden Oberarme so ganz sanft so hoch und runter gestreichelt. Und ab da kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich hoffe nur, dass die beiden mir echt verzeihen, weil ich habe die wirklich total gerne. Ich habe nur gehört, dass sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung und nach neuem Mobiliar sind und dass der Ulf wohl in 2 Wochen aus der Reha-Klinik entlassen werden soll.